Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Im letzten Part haben wir gegen Seymour gekämpft, nachdem wir angekommen sind. Ein langer Part und jetzt gucken wir, was nach dem Kampf eigentlich passiert. You would pity me now? What happened here? What have I done? Wait a minute, it's not our fault at all. Seymour struck first, he's the bad guy. You did this? Yuna, send him. No, stop! Stay away from him, traitors! We're finished. Now hold on just a minute. Seymour's the bad guy, right? We'll just explain to everyone what happened. It won't be that easy. Let's get out of here. Okay. Ich sollte Level-Ups mal verteilen. Schwarzferoid? Reisering, Wissensdurst, Traumspiel, Sturmschutz. Oh, warum hatte ich den noch nicht beschwören können? Hallo Shiva. Gut, Sphärobrett muss jetzt gemacht werden. Ich meine mit 7. Holla. Delish. Benutzen. Kraftsphäroid. Angriffskraft steigt um 3. Ability Spheroid. Gemachter, okay. Schneller als mehr als gemacht. Oh, Angriffskraft um 4. Ich habe kein Level 3er, ne? Wenn ich jetzt gerade ein Level 2 bekomme. Aktiviert von Mitstreitern freigesetzte Schwarzmagie. What? Oh. Geil. Geil, da muss ich mir aber einen aufbewahren für Yuna irgendwann, wenn nur du den mächtigsten Schwarzmagie-Zauber oder so erlernt hat. Nein, ich wollte schon gerade sagen, puh. Ah, Gott. Nein. Wieder ganz nach oben. Abwehr, KP und Treffer. Nein, oh Gott. Ich gewöhne mich nie an das Menü und Reflex. Da steigt eine ganze Menge. So, Auron. Was steht bei dir jetzt so an außer KP? KP und Angriff? KP, schätze ich mal. Nein, nicht bewegen. Benutzen. Reflex. Und drohen. Klingt gefährlich, Auron. Ich dachte immer, du wärst ein lieber Kleiner. Benutzen Kraftspirit, Abwehrkraft, KP. Ne, erstmal Angriffskraft. Alter, diese Werte. Sind ja auch seine besten Werte. Und nochmal 200 HP. Wie viel hast du jetzt? 3000? Ne, 400 HP hat er nur mehr. So viel soll es dann doch nicht sein. Ja, da lang. Abwehr, Zauber, Abwehr und KP. Nicht bewegen, mein Gott. Benutzen. Kraftspheroid. Aber irgendwie ist der HP halt bei jedem gleich. Das wundert mich dennoch ein bisschen.
Jeder Wert verändert sich je nachdem, wer man ist. Level 4. Glück, ne? Glück. Glück, ja. So. Bisschen Reflex und Magie. Dass Yuna irgendwann mal Schwarzmagie kann, das ist geil. Hier unten gibt es... Eigentlich müsste ich ja nur hier hin, ne? Für wie viel? Reflex 1, Angriffskraft 1? Wieso? Da wollte... Eigentlich wollte ich noch weiter. Danke. Gut. Kraftsgerät, Abwehrkraft, Angriffskraft, HP. Okay. Kann jedermann gebrauchen. Alter, das Level-Up verteilen, Dingsbums, dauert echt lange. Noch mehr Angriff, ein bisschen Mana und ein bisschen Geschick. Dann noch ein bisschen HP. Wenn es weiter nichts ist, Walker braucht auch ein bisschen HP. Das Schlimmste ist immer noch Lulu und... Ja, Lulu, selbst Yuna hatte mehr. Hat Riku eigentlich mehr gehabt? Das weiß ich gerade nicht. So, benutzen. Kratzferoid, warum? Ach, Wunderwald da unten. Jetzt ist nur die Frage... Ich gehe hier hin für KP, einmal Angriff, dreimal Angriff, nee. Nein, bewegen. Bei Level 4, oder? Da ist Level 3. Was wäre da? Dass ich das nicht einsehen kann, während ich mich bewege. Sankt... Da will ich mit Yuna hin, aber sowas von. Aber sowas von. Dass Riku hätte Sanctus lernen können. Wenn man jetzt schon so einen Sphero-Pass hätte. KP-Verteidigung, Wundersphäre, für Zauberabwehr. Man kann mit ihr normal Glück skillen. Es führt aber in eine Sackgasse. Nee, kann man nicht. Sehe ich gerade. Von hier aus gibt es keine Veränderung. Ach, sie hat nur noch einen. Bin ich schon so viel gegangen? Sie hatte doch 8. Kommt mir gerade nicht danach so vor. Aber okay. Wie dem auch sei. Lulu. War doch schon richtig. Mensch. Kill doch nicht zweimal. Wenn ich einmal drücke. So, ein bisschen Boah, Lulu, ey. Dein Reflex ist göttlich. Weißt du einfach mal 6-mal hintereinander aus oder 7-mal. Ohne dass dich ein Gegner angreift. Ohne diesen komischen Boost. So. Bisschen Mana, bisschen Zauberabwehr, bisschen Abwehr. Warum auch nicht? Dann bekommst du noch Reflex und KP. Warum sollte ich dafür Angriff reingehen bei Lulu? Gute Frage. Kemari, nur 6. Nein? Oder? Doch, da unten ist einer drin, das wäre gegangen. Das sah eben komisch aus. Okay. Angriff. Mana. Na. Kennt ihr das? Manchmal denkt ihr, seid ihr auf einmal Spiele gewohnt, wo alles wieder automatisch auf den ersten Punkt geht? Aber wenn ihr bei Benutz rauskommt, seid ihr bei Benutzen. Oder irre ich mich gerade? Oder verwirre ich gerade? Nee, man ist im Benutzen drinne. Ich bin gerade aus anderen Spielen gewohnt, dass man wieder am Anfang ist. Deswegen komme ich noch mehr durcheinander. Almosen. Oh, da fällt mir gerade ein mit Kemari. Benutzen ist hier. Ja.
Ich hätte benutzen noch einen machen sollen. Fällt mir jetzt früh ein. Einmal wieder zurückgehen und einmal wieder hingehen. Irgendwann. Ja, muss dann irgendwann. Abilities, Yuna, Vita, danke. Alter, ja, fast 3000 KP für Auron, aber Luna hat immer noch 1500. Okay. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Hier ist endlich ein Speicherpunkt, mein Gott. Da ist der Part auch schon bald zu Ende, weil halb rum. Mann. Könnt ihr mir doch nicht antun. So, was passiert denn jetzt noch? Was sind das für Dinger hier? Give me a break. What? Okay, Rätsel. Es ist ja ein Tempel. Da darf ich sowas nicht vergessen. Wobei ich mich an diesen Tempel doch schon erinnert. Ich war, ach, ich wollte doch nicht resetten. Ich war hier irgendwann mal im Halbschlaf. So. Makalania. Verschwindet das Eis, okay. Würde dich, danke. Einfach mal reinsetzen. Ich habe da oben an den Wänden sonst nichts gesehen, wo man hätte was reinsetzen können. Ach, an den komme ich nicht wegen den Dingern. Okay. Hier ist ein Insignia. Was passiert, wenn ich den hier rein tue? Gar nichts. Na, ich vergesse mal diesen Punkt. Da oben leuchtet was. Ich glaube, ich tue einfach mal den hier rein. Das ist hier schon mal eine Eisfläche, okay. Aber hier kann ich nirgendwo was reintun. Hier kann ich auch nirgendwo was reintun. Okay. Ich nehme den jetzt einfach mal in die Hand und gucke mich jetzt oben mal um. Das bringt mir viel. Ich kann mit dem Spheroid hier zurückgehen. Nein, kann ich nicht, weil ich ihn nicht mehr in der Hand habe. Ich hoffe, den habe ich ihn jetzt... Oh, ich habe alles resettet. Oh. Mach doch nicht sowas. Okay, viel werden wir sowieso nicht machen können. Das dürfte ich sowieso irgendwie mal wieder tun. Ich habe nämlich immer noch... Keine Ahnung, was ich mit dem Ding hier machen soll. Oh. Ja. Kann man da nicht noch auf der anderen Seite was rein? Nö, hier ist nur einer Platz. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Dann nehmen wir das schon mal. Ich würde gerne wissen, wie wir das da hinten denn bitte frei bekommen sollen. Oder das hier. Wie kann man solche Sachen schmelzen? Ob es mit dem hier geht, bin ich mir nicht sicher. Tja. Aber man kann hier nirgendwo anders reintun. Oh! Hallo? Das war schlau. Ach, hier rutscht es auch noch.
Ja, dann werfe ich es mal lieber erstmal dagegen. Dann rutscht es hier auch runter, wenn ich es jetzt hier enttue, oder? Hallo? Was? Kann es nicht weiter. Oh, ich wollte schon sagen. Es rutscht runter, okay. Dann bleibt mir nur die Möglichkeit, es da nach rechts zu schieben. Wo es auch runterfällt, okay. Es. So kann ich es auch nicht nach rechts. Was? Was passiert, wenn ich's. Da fällt es doch auch runter, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher, was ich damit anstellen soll. Muss es hier drunter hin? Ja, okay, kein Erdbeben. Dann habe ich gleich alle Richtungen ausprobiert. In dieser Stellung habe ich ihn jetzt schon in alle vier Richtungen geschoben. Das bringt nichts. Oh, ich bin noch doof. Vorher hatten wir ja da einen schönen Eisblock, der uns helfen könnte. Eventuell. Hallo, Eisblock. So. Dann mal. Ich hasse dieses Schieben in diesem Spiel. Vielen Dank. Ach, und du verschwindest dann auch gleich. Schöne Wurst. Dann weiß ich, warum ich da gleich einen haben werde. Oh! Oh! Es geht auch runter. Du bist mir einer. Den nehmen wir mit. Oh, wobei, ich glaube, die geheime Kiste, die man finden könnte, wäre jetzt, wenn man diesen Eisblock hier geschmolzen hätte, mit dem hier. Aber da ist wiederum eine Frage, wie sollte man hier rankommen? Weil, bleibt zwar hier stehen, seine hätte auch geblockt, wenn er von hier wäre. Nee, würde ja auch nicht dahin stehen. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir den mal mit. Das ist eine schlechte Idee. Okay. Gucken wir uns hier unten mal um. Ich glaube ein... Oh. Oh, wie komme ich da oben denn ran? Bei dem wissen wir immer noch nicht Bescheid. Okay. Brauche auf jeden Fall dich schon mal. Ich glaube nämlich beim ganz linken hätte ich jetzt den hier reinsetzen sollen müssen. Tun. Bin mir da nicht sicher. Was passiert, wenn wir dich hier reinstecken? Oder hier hätte ich das reinstecken müssen. Komm, legen wir dich jetzt erstmal hier ab. Passiert auch nichts. Okay. Und du? Du machst nur die Eisfläche, womit wir weitergehen können. Ich glaube, mein bester Freund hat irgendwann mal gesagt, Alter, der Tempel ist schwer. Wenn man irgendwas machen will. Und ich habe nicht aufgepasst, weil ich geschlafen habe. Es war irgendwann 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens. Ah, immerhin. Okay, da haben wir den schon mal.
Hier muss, glaube ich, wirklich der von oben hin. Ich glaube, ich nehme einfach weiter auf. Okay, jetzt haben wir hier einen. Den wir jetzt theoretisch hier reinsetzen können. Aber fehlt immer noch der letzte. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen wollen. Wie kommt man zur Hölle hier ran? Sehr gute Frage. Holen wir dich wieder. Theoretisch kann ich dich auch wieder rausnehmen. Es ist nur die Frage, was will ich mit dem hier, ob ich den erstmal mitnehmen kann wieder. Du kommst erstmal hier rein als Ablage. Dann nehme ich dich mal raus. Weil dann ist hier nichts. Und will ich auch erstmal hier rein. Da kann nur einer rein. Probier dich mal jetzt hier reinzutun. Passiert nichts. Okay, schön. Fein. Der müsste jetzt eigentlich dafür sorgen, dass die letzte Säule hier was macht. Ich sehe weder hier noch weiter oben, dass er irgendwas hätte machen können. Sehe ich gerade, dass da unten auch was macht? Sitzt da unten ja auch nur. Ein Moment. Du kommst erstmal wieder mit. So. Du machst wieder die Brücke oder eher gesagt die Rutsche, warum auch immer Teil das nicht ausrutscht. Ich meine, es ist doch Eis. Es muss doch glatt sein. So, was ist jetzt hier unten anders mit diesen komischen Eisspitzen? Oder sieht man die überhaupt? Ja, sehen tut man aber. Es ist nichts anderes. Okay. Was passiert, wenn ich dich jetzt hier rein tue? Ich glaube, dann kommt da irgendwo oben ein anderes Eisfeld, oder? Oder gar nichts? Gar nichts. Indiz dafür? Nein, nein. Es sei denn, ich tue es trotzdem noch nicht hier rein. Vielleicht passiert ja immer was anderes. Man weiß ja nie. Die Funktion hier ist schon aus. Okay, da muss auf jeden Fall schon lila Farbe, glaube ich, rein. Frage ist nur nach wie vor, wie komme ich an den ran? Wie komme ich an den ran? Der geht hier vorbei, ne? Wenn ich hier dran bin, dann geht er hier dran vorbei. Das heißt, mit diesen Eisspitzen kann ich nur das hier machen. Das bringt mir aber im Endeffekt so wenig, dass da nichts passiert. So, jetzt wollte ich den rausnehmen und den mal dagegen fahren lassen. So, der Part auch schon wieder irgendwie etwas länger. Aber hey! Ich habe eh keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Fällt auch noch runter. Okay. Ich glaube,
beende den Part dann an dieser Stelle und fange das nächste Mal dann nochmal von vorne an zu denken. Wenn der Part frisch ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich den hier noch weiter schieben könnte, besonders hiergegen. Der fällt überall runter, außer wenn der Eisblock hier ist. Und wenn er hier ist, dann fällt er auch wieder überall runter, es sei denn, man schiebt ihn nach oben, wo er dann runtergeht. Da wollte ich jetzt nicht rauf. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.